Ein schnelles Ende der militärischen Auseinandersetzung im Jemen ist nicht in Sicht. Auf einem Treffen der Arabischen Liga im ägyptischen Sharm el-Sheikh kündigte Saudi-Arabien an, der Militäreinsatz im Nachbarland werde weitergehen, bis dort wieder Sicherheit herrsche. Das sunnitische Königreich und mehrere arabische Staaten gehen seit Donnerstag mit Luftschlägen gegen die schiitischen Houthi-Rebellen vor. Die Aufständischen sollen vom Iran unterstützt werden. Er steht ganz im Zentrum des Gipfels der Arabischen Liga im ägyptischen Sharm el-Sheikh, der König von Saudi-Arabien, der am Morgen vom ägyptischen Präsidenten Sisi erwartet wird. Zentrales Thema des Gipfels ist der Krieg Saudi-Arabiens gegen die Houthi-Rebellen im Jemen, die den Präsidenten des Landes gestürzt haben. Der saudische König kann sich ganz auf Präsident Sisi verlassen, denn Saudi-Arabien pumpt in die schwächelnde Wirtschaft Ägyptens Milliarden von US-Dollar. Ägypten hat nach der saudischen Intervention im Jemen als bisher einziger Alliierter Bodentruppen angeboten, falls eine Invasion als notwendig erachtet werde. Der saudische König begrüßt Präsident Hadi, der von den schiitischen Houthi-Rebellen aus dem Jemen vertrieben wurde, mit der Hilfe des schiitischen Iran, so der Vorwurf. Das sunnitische Königshaus fürchtet nun, dass Iran am Golf an Einfluss gewinnt. Damit ist die Krise nicht auf den Jemen allein beschränkt. Dies wirft die Frage auf, wie wollen sich die Araber in der Region aufstellen. Wir müssen gründlich darüber nachdenken, wie wir mit diesen neuen Entwicklungen umgehen, wie wir uns auf zukünftige Krisen vorbereiten können, und zwar, indem wir eine gemeinsame arabische Kraft gründen. Die Gründung einer gemeinsamen Armee ist aus Sicht vieler arabischer Staaten notwendig. Denn nicht nur im Jemen zersetzen fremde Mächte die Integrität des Staates, dies ist auch im hohen Maße in Libyen, Syrien und im Irak der Fall.